Liebe Herr Demmelhuber, für die freundliche Einführung, für die freundliche Vorstellung. Und nun hoffe ich, dass ich auch den Erwartungen einigermaßen gerecht werden kann. Nicht weniger möchte ich danken, Professor Thamer, für die freundliche Einladung zu diesem ja, sehr illustren Kreis der Vortragenden in dieser Reihe, die sich mit einem ganz virulenten und zentralen Thema der drei großen Offenbarungsreligionen, Judentum, Christentum und Islam beschäftigt, nämlich eben mit den Paradiesvorstellungen. Und da werde ich heute abschließend, wie es ja schon geheißen hat, zu den Paradiesvorstellungen in den politischen Utopien Ihnen vortragen. Nun werde ich den Bildschirm teilen, dass Sie auch meine Präsentation sehen können. Ja, hier sehen wir noch einmal den Rahmen eben der Ringvorlesung und dann eben des Themas des heutigen Abends, nämlich der Paradiesvorstellungen in den politischen Utopien. Kein besonders angenehmes oder leichtes Thema. Wir werden es im Verlauf des Abends sehen, aber nichtsdestoweniger auch ein ganz zentrales für diese Frage nach dem Paradies, die eben weit über Kernvorstellungen der Religion und eben über den Kernbestand der Heiligen Schriften hinausweist. Wir sind hier schon bei den Zielen dieses Vortrags. Paradiesvorstellungen, also Vorstellungen eines unversehrten, bedürfnislosen Zustands, spielen in politischen Utopien eine zentrale Rolle. Gerade sie sind der Motor für die ideologischen Systeme politischer Religionen oder des politischen Messianismus, die Menschen derart beeinflussen und deformieren können, dass sie um des utopischen, paradiesischen Zieles der Ideologie willen geradezu über Leichen gehen, um dieses Ziel im Hier und Jetzt, also im Diesseits, umzusetzen und zu erreichen. Der Vortrag hat nun genauer genommen zum Ziel, biblische Quellen dieser politischen Paradieszustände vorzustellen und dann die Verbindung zu den ideologischen Systemen in Neuzeit und Moderne herzustellen. Hier komme ich dann schon zum ersten großen Teil des Vortrags, nämlich zu den biblischen Quellen der Paradiesvorstellungen in politischen Utopien. Der Messianismus, der einen Paradieszustand in der Gegenwart herbeiführt, ist, so Leo Baeck, Zitat, der Gedanke von den kommenden Tagen, von dem verheißenen Reiche. Zitat Ende. Diese Überlegungen beruhen auf biblischen Quellen. Dem Propheten Jesaja zufolge ist der Messias der Immanuel, der mit uns ist Gott, wie es in Jesaja 7,14 heißt. Und Messias, Maschiach, ganz grundsätzlich heißt eben der Gesalbte, der eben mit der Königswürde gesalbt ist, ausgestattet ist und damit göttliche Weisungskraft eben auch über das irdische politische Reich ausüben kann. Die Welt durch den Messias verwandelt und vollendet. Sie wird also zum Paradies. In Kapitel 11, Vers 6 heißt es bei Jesaja über den paradiesischen Zustand: Vegaze'ef im Keves, Venamer im Gedi Irebas, ve Egel Uchefir, Umriach darf, Venaar Katon, Nohek Bam. Beim Lamm wird Gast sein der Wolf, in deutscher Übersetzung, und der Leopard wird lagern, Irbas, beim Böcklein. Kalb und Löwe werden zusammen weiden, und ein kleiner Ka Knabe, Naar Katon, kann sie schon leiten, Nohek Bam ist ein Leitender über sie, wie es hier im Hebräischen in dieser Partizipialkonstruktion ganz wörtlich heißt. Was bedeutet dieses Zitat im Näheren? Ja, es zeigt eben vor allen Dingen, dass der paradiesische Zustand ein Aufheben der Gegensätze sein wird. Ein Aufheben dieses Prinzips Freund-Feind, das ja in der Politik eine große Rolle spielt, sodass eben der Feind zu Gast sein kann bei seinem Opfer eigentlich, bei dem, dem er verfolgt, wie es eben hier auf der biologischen Ebene ausgedrückt ist, der Wolf wird Gast sein beim Lamm. Und damit ist eben ein weiterer Punkt der östlich-mittelmeerischen Kulturen zum
Tragen gekommen, nämlich eben die Gastfreundschaft, die ein ganz besonders hohes Gut ist. Und diese Gastfreundschaft betrifft eben hier Freund und Feind. Freund und Feind, aber eben auf dieser biologischen Ebene, sodass praktisch das Tier, das dem Wolf eigentlich zum Opfer fällt, ohne Gefahr den Feind, eben den Wolf, zu Gast haben kann, ihm gewissermaßen seine Kehle zeigen kann, ohne befürchten zu müssen, dass es getötet wird. Und der Leopard wird lagern, in das Irbas, das Lagern, eben das Gastsein, das bei einem Gastmahl lagern, das ist eben damit auch zum Ausdruck gebracht. Also auch hier wieder ein Aufheben dieser Gegensätze, weil der Leopard eben der Gast ist beim Böcklein. Und dann, da kommt ein weiterer Aspekt hinein, Kalb und Löwe werden zusammen weiden. Das heißt also auch hier ist auf einer quasi übernatürlichen Ebene das Biologische aufgehoben und der Löwe frisst Gras, was nun ganz gegen die Biologie eines Löwen ist. Aber es zeigt eben auch hier, dass eben dieser Zwang zum Nachstellen der Beutetiere, eben in dem Fall eines Kalbes, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Und dann in diesem Nebensatz, Werner Ahr und ein junger Bursche kann eben schon leiten, diese wilden Tiere, diese natürlichen Urgewalten, die kann dann eben ein Naar leiten. Naar Katon ist sogar noch verstärkt dabei, ein kleiner Jüngling, ein kleiner Bursche. Ja, und Naar kennen wir eben auch als einen ganz entscheidenden Begriff am Beginn des Propheten Jeremia. Bei der Berufung des Jeremia, da spricht Jeremia selbst, ja, ich bin doch noch ein Naar, ich bin doch noch ein junger Knabe, was soll ich denn schon Prophet werden? Und Naar, das heißt eben ein kleiner Bursche sein, der eben keinen Einfluss hat in der Gesellschaft zur biblischen Zeit, der eben erst recht politisch nichts zu sagen hat, rein gar nichts zu sagen hat. Und wenn man eben sieht, dass eben dem eine leitende, eine führende Position zukommt, wie eben in diesem Bibelzitat, dann heißt es eben auch, dass es eben ein Reich sein wird, das leicht regierbar ist, das eben nicht von dieser politischen Gewalt gekennzeichnet ist, wie es eben oftmals in der realen, in der irdischen Welt eben der Fall sein wird. Der Charakter der Welt ist im Paradies bereits im Hier und Jetzt verändert. Er ist verwandelt, erneuert, erlöst, wie es Walter Benjamin um 1920 in seinem theologisch-politischen Fragment ausgedrückt hat. Das biblische Konzept des Paradieses hat neben dem bedürfnislosen und vollendeten Charakter, so im Buch Genesis, auch im Hohen Lied, wir haben das zu Beginn der Vortragsreihe in eindrucksvoller Weise von Daniel Kochmalnik vor Augen geführt bekommen, diese Bedeutungen, diese Urbedeutungen des Paradieses, des Gan Eden, im Buch Genesis, aber eben auch die paradiesischen Bilder, die wir literarisch in dieser großen Liebesdichtung, Liebeslyrik, kann man schon sagen, des Hohen Liedes vor uns haben. Aber da gibt es eben auch einen anderen Teil dieser Vorstellung des Paradieses. Da gibt es eben auch die politische Komponente, wie eben die hier behandelten Stellen zeigen, die eben in diesen biblischen Quellen über den Paradieszustand auch vorkommen. Und da kommen wir jetzt zum Propheten Ezechiel, bevor wir noch einmal kurz dann zu Jesaja zurückkehren werden. Bei Ezechiel nun heißt es im Kapitel 36, Vers 24, Velakachti etuchem min hagoim, vekipazeti etuchem mikol haarazot, veheveti etuchem eldematechem. Und hier, um noch einmal ein bisschen auch auf die grammatikalische Ebene zu schauen, sehen wir einen ganz parallel konstruierten Satz. Wir haben dreimal das Waff Perfekt, Velakachti etuchem, vekipazeti etuchem und vehöveti etuchem. Das heißt also, ich, das ist erste Person Singular, also der Herr spricht hier selber. Ja, ich werde euch fortschaffen, ich werde euch zusammenscharen, ich werde euch bringen auf den Heimatboden. Ja, das ist eben ganz parallel konstruiert mit diesem Waff Perfekt, das eben im Deutschen und anderen Sprachen gerne mit dem Futur 1 wiedergegeben wird. Und da sehen wir eben zunächst einmal dieses Velakachti etuchem fortschaffen, wegnehmen, und zwar aus den Goim. Min Hagoim, ja, weg von den Fremdvölkern, ja,
von den eigentlich dem Volk Israel feindlichen Völkern. Das ist hier ganz klar gemeint in diesem Zusammenhang. Und dann ist der nächste Schritt, ich werde euch zusammenscharen aus allen Ländern. Ich werde euch auf den Heimatboden bringen, auf den Heimatboden, dem Matechem, euren Heimatboden, also praktisch eure Erde, die sozusagen für euch ist, von euch ist und angestammt ist für euch und da, wo ihr hingehört gewissermaßen, da werde ich euch zurückbringen. Das ist ganz klar dieser politische Aspekt der messianischen Zeit, aber eben auch des Paradieses, eben diese Heimführung aus der Galut, Heimführung aus der Diaspora, der Verstreutheit der Juden in alle Welt, eben in die Fremdvölker, in die Hagoyim, wie es eben hier auch ganz klar heißt. Und einen ganz ähnlichen Aspekt finden wir, um noch einmal auf ihn zurückzukommen, Jesaja, den großen Propheten der messianischen Verheißung. Da heißt es in Kapitel 11, Vers 12, Venasa nes laguim, asaf Israel, Yehuda, haares. Und es wird, heißt es da in deutscher Übersetzung, und er wird ein Zeichen aufstellen, Venasa nes, ein sichtbares Zeichen aufstellen, der Messias, der eben die alle zusammenführen wird. Er wird ein sichtbares Zeichen aufstellen für die Völker, in einem ganz allgemeinen Sinne, die Hagoyim hier in diesem Zusammenhang für die Völker und die versprengten Israels, Nidechei Israel, die wird er wieder sammeln, bei Asaf, und er wird die zerstreuten Judas, Unefuzot Yehuda, die wird er wieder zusammenführen, Jekabes. Jekabes ist ein Piel, ist ein Intensivstamm mit der Verdoppelung des mittleren Radikals und das ist eben auch eine iterative Bedeutung. Er wird immer wieder zusammenführen, er wird von allen Enden her zusammenführen, er wird mit Kraft zusammenführen. Das alles steckt in dieser Form Jekabes mit drinnen, eben in dieser imperfekten Form des Piel in der dritten Person Singular. Und wo wird er das hier zusammenführen? Von woher? Ja, von den Me'arba Kanefot Ha'ares, von den vier Enden der Erde. Und das ist eben ein Topos, der den semitischen Völkern ganz nahe steht. Wir finden das auch in einer ganz alten semitischen Sprache, im Akkadischen, wo eben von den Kibratim Arba'im, die Rede ist eben von diesen vier Weltenden, Kibratim Arba'im, die eben zeigen alle Enden der Erde, das umfasst gewissermaßen den gesamten irdischen Kosmos, das umfasst die gesamte bekannte Welt und von daher, von all diesen Ländern dieser uns bekannten Welt, da werden eben die Versprengten Israels nach Hause geführt. Wir kommen eben wieder nach Hause. Und das ist eben ein ganz zentrales Motiv, ja, eben dieser Paradiesvorstellung, dieser politischen Paradiesvorstellung, die wir eben auch aus der Zeit Jesu kennen. Im Neuen Testament finden wir da bei Lukas 24, 21 genau diese Vorstellung, nämlich dass es der Anspruch der Jünger Jesu war, eben auch der Emmaus-Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus mit dem Herrn selber sprechen können, wie es im Lukas-Evangelium heißt. Und was ist eben ihr Anspruch? Ja, dass der Messias das Reich Israel wiederherstellen soll. Und sie sagen dann zueinander, wir aber hatten gehofft, dass er es sei, der Israel, man kann hier ergänzen von der römischen Fremdherrschaft, um die ging es da zuvor auch, erlösen werde, dass er Israel erlösen werde. Und das griechische Verb, das eben hier verwendet wird, ist das mediale Verb lytroustai. Lytroustai heißt erlösen, aber auch loskaufen, wie man einen Sklaven loskauft. Und das zeigt eben schon, wie ja eng diese politische Vorstellung war, dass eben das Land versklavt ist, das eigentlich verheißene Land. Ja, das ist nun versklavt, das ist praktisch entehrt wie ein Sklave. Und deswegen wünschen eben die Juden dieser Zeit, dass einer kommen werde, einer aufstehen werde, der eben das Land von dieser Sklaverei, von dieser Fremdherrschaft, von dieser unehrenhaften Fremdherrschaft,
noch dazu von unreinen Heiden getragen, eben den Römern, dass dies eben ein Ende hat. Also hier sehen wir eine ganz klare politische Komponente in dieser Paradiesvorstellung. Und schließlich ganz klar auch das Auftreten des Antichrist in den letzten Zeiten. Auch das ist eben so ein Bild für eine politische Paradiesvorstellung. Und dieser Antichrist ist eben so etwas wie ein politischer Messias, ist eben ein Pseudomessias, ein falscher Messias, wie wir hier gleich sehen werden bei Matthäus. Und was tut er? Er wirkt die Zeichen und Wunder. Er wirkt Zeichen und Wunder, so dass er eben einen quasi paradiesischen Zustand schafft, um sich eben die Würde des Messias anziehen zu können, um die sozusagen vorgaukeln zu können und damit eben viele verführen zu können. Wir sehen das eben bei Matthäus 24, 23 folgende. Wir sehen es eben auch bei den anderen Markus und Lukas, dass eben hier auch genau auf diesen selben Gedanken angespielt wird. Wir sehen damit eben auch diese große Bedeutung, die eben diese Vorstellung hat. Und das ist eben wie vorher bei Lukas, wo diese Erzählung nur bei ihm vorkommt, eben von den Emmaus-Jüngern. Und da sehen wir eben, dass diese Vorstellung des Pseudo-Christus, eben des falschen Christus, eben des Antichristus, dass eben hier eine Vorstellung ist, die wir eben in den drei großen Evangelisten sehen, den Synoptikern, wie es eben auch heißt, Matthäus, Markus und Lukas. Da sehen wir eben, wie zentral dieser Gedanke denn auch ist. Zitat: Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias, hier ist Christus, idu, hodeho Christos, schau, da ist Christus, oder da ist er, so glaubt es nicht, denn es wird mancher falsche Messias, Christus, Pseudo Christoi, also manche falsche Messias, im Plural ist es hier genannt im griechischen Original, und mancher falsche Prophet, Pseudoprophetei, auftreten. Und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten, tus electus, irrezuführen. Also selbst die Elektoi, die Auserwählten, die eigentlich wissen müssten, um was es geht, die werden eben von diesem politischen Messias und die werden von diesen irdischen Paradieszuständen irregeführt. Ja, das eben 5 große Auszüge aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament, dem hebräischen Alten Testament und dem griechischen Neuen Testament, die eben vor Augen führen soll, dass die Paradiesvorstellung in der Heiligen Schrift immer auch eine politische Komponente hat und dass diese politische Komponente sehr stark tragend ist und letztlich auch ideengeschichtlich leitend sein wird für nun den zweiten großen Teil des Vortrags, nämlich den politischen Utopien, und zwar in der historischen Perspektive, wobei da auch politisch-ideengeschichtliche Aspekte zum Tragen kommen werden. Fragen wir uns noch einmal, was sind politische Utopien? Was sind diese politischen Utopien? Die Zukunft und ihre Gestaltung als Veränderung und Überwindung der Gegenwart wird in der frühen Neuzeit zu einem Thema der politischen Philosophie. Idealisierte, teilweise bewusst unrealistische Vorstellungswelten, ja Paradiese eben, spielen dabei als Utopien, Utopoi, Nichtorte, die sich von realitätsbezogenen Prognosen unterscheiden, systematisch und thematisch eine große Rolle. Im Zentrum stehen der unversehrte Urzustand oder der ideale Staat, wie wir es bei Platon in seiner Politeia, aber eben auch in seinen Vorstellungen der guten Gesetze in den Nomoi sehen können. Und letztlich auch in seiner dritten großen politisch-philosophischen Schrift, nämlich dem Politikos, wo er eben den idealen Staatsmann darstellt, der eben auch ideale Züge hat, quasi paradiesische Züge hat, der eben nicht mehr von dieser Welt ist gewissermaßen. Die Vorstellungswelt der Utopie ist meist romantisierend auf die Vergangenheit bezogen. Man will also so einen unversehrten Urzustand wiederherstellen und trägt deshalb oft den Charakter einer Nostalgie bzw. einer politischen Romantik, eben dieser Vorstellung eines besseren Vergangenen, zu dem wieder vorzudringen das Ziel ist. Ja, und da sind wir schon
bei den politischen Utopien in der Neuzeit, wo ich Ihnen drei große hier kurz vorstellen möchte, in der gebotenen Kürze vorstellen möchte. Bereits Sir Thomas More, latinisiert Morus, Thomas Morus, suchte im 16. Jahrhundert den politischen Nichtort, den politischen Utopos, der sich durch ideale staatliche Verhältnisse aufgrund einer idealen Verfassung, das ist so der Kern, dass es eben immer um eine ganz idealisierte Verfassung gehen soll, auszeichnen. Aber in der Realität nicht gefunden werden kann, also keinen Ort hat, keinen Ort im Hier und Jetzt hat. Diese staatsphilosophischen Überlegungen, die sich an Platon und Pico della Mirandola orientieren, hielt Morus in seinem Werk De Optimo Rei Publicae Stato Deque Nova Insula Utopia von 1516 fest. Er berief sich auf sein Gewissen dann später, als er 1532 seine staatlichen Ämter niederlegte und 1534 den von ihm geforderten Suprematseid verweigerte, indem die päpstliche Oberhoheit über die englische Kirche verworfen und die königliche anerkannt wurde. Da er damit der Willkür Heinrichs des VIII. Gegen die Kirche nicht zustimmte, wurde er 1535 enthauptet, wie wir wissen. Und da sehen wir eben schon, dass er sich hier durch eine, ja, vielleicht auch konkretisierte Vorstellung eines Idealstaats oder eines zumindest idealisierten Staates nicht in Bann nehmen lassen wollte, sondern sich eben hier eher auf die geschichtlichen Linien und Entwicklungen bezogen hat und deswegen sich gegen diesen englischen Sonderweg, wie es zu dieser Zeit ja durchaus festzustellen ist, nicht einlassen wollte. Und da ist es eben auch interessant zu sehen, dass genau 400 Jahre später Morus in einer Zeit politisch totalitärer Einflussnahme, als sozusagen der politische Utopismus wieder lind wurde und wieder eine große Wirkung entfaltete, nämlich 1935 von Pius dem 11. kanonisiert, also heilig gesprochen wurde, eben einer Zeit, die Europa sehr stark in die Geiselhaft ideologischer totalitärer Systeme mehr und mehr genommen hat. Und nicht ganz 100 Jahre nach Thomas Morus verfasste der Dominikaner Tommaso, eigentlich Giovanni Domenico Campanella, 1602, seine auch an Platon angelehnte dialogische Schrift La Città del Sole, der Sonnenstaat, die 1623 latinisiert als Civitas Solis veröffentlicht wurde. Sie stellt, ebenso wie Francis Bacons New Atlantis, geschrieben 1624 bis 26, die Konstruktion eines Idealstaats dar. Der Begriff der Utopie wurde in diesem Zusammenhang aber im Besonderen von Thomas Morus geprägt oder vorgeprägt. Das muss man hier auf jeden Fall festhalten. In allen Staatsutopien wohnt der Wunsch nach Optimierung, nach Idealisierung der staatlichen Verhältnisse inne. Dabei kommen die Utopisten nicht ohne Zwangsmaßnahmen aus, die, wie schon in Platons Politeia, den Weg zum utopischen Idealstaat ebnen sollen. Weil Platon auch das Auseinanderreißen der Familien, die Auswahl der einzelnen Personen für einen ja gewissermaßen fremdbestimmten Bildungsweg und beruflichen Weg. Das alles sind eben Aspekte, die Karl Raimund Popper sehr stark kritisiert hat bei Platon und ihn fast schon in ein totalitäres Licht gerückt hat, wobei man eben diese Vorstellung der Orientierung an einem transzendenten Guten, was bei Platon ja immer noch vorherrschend ist, nicht vergessen darf. Aber eben auch nicht vergessen darf, dass diese Zwangsmaßnahmen in einer Vorstellung eines Verfassungsstaates, eines auf Grundrechten beruhenden Staates von heute nicht mehr möglich wäre. Ja, und da noch einmal eine Bilddeutung, die ich Ihnen hier vorlegen möchte. Es geht nämlich hier näherhin um das Frontispiz eines anderen Werkes von Francis Bacon, nämlich des Novum Organon, das 1620 erschienen ist. Und hier sehen wir eben diese zwei Säulen, die beiden Säulen des Herakles, die die Grenzen der erfahrbaren Welt, sozusagen des menschlichen Einflussbereiches darstellen sollten. Ja, und da sehen wir eben zwei Schiffe, eines, das in den sicheren Hafen zurückkehrt von einer Ausfahrt über diese Grenzen hinaus, also ultra diese Grenzen, jenseits dieser Grenzen, plus ultra, nec plus ultra, die Verneinung, nicht darüber hinaus, ist ja sozusagen der eigentliche Grundsatz, der dahinter steht. Und dann sehen wir ein weit entferntes Schiff, eben ein weiteres Schiff, das sich eben auch jenseits dieser erfahrbaren Grenzen, dieser Grenzen
des Menschen, dieser Grenzen der Menschheit begeben hat. Hier ein etwas näherer Bildausschnitt. Da sehen wir, dass wir vor dem Schiff, also bevor es in den Hafen einfährt, ein Seeungeheuer vor sich hat. Ein Seeungeheuer, das, wenn Sie da genau schauen, bei der Basis des der linken Säule zwei Fontänen Wassers in die Luft sprüht, in die Luft bläst. Ja, und dieses Seeungeheuer mit dem Fischschwanz auf der rechten Seite, wenn Sie drauf schauen, ja, das ist nichts anderes als der Leviathan. Der Leviathan, das Gewundene, wie es ganz wörtlich heißt, eben diese ungeheure Seeschlange, die wir auch in den Psalmen beispielsweise finden und die eben unbändige Naturgewalten ausdrücken sollen. Und im Psalm heißt es eben, Gott spielt mit diesem Leviathan, Gott spielt gewissermaßen mit diesen Urkräften der Natur, weil er selber ihr Schöpfer ist. Aber der Mensch, ja, er kann eigentlich nicht darüber, er kann nicht über diese Urgewalt der Natur gehen, hier aber eben schon. Also die Schiffe haben den Leviathan sowohl überwunden beim Hinausfahren als auch beim Hineinfahren werden sie es tun. Und dann sehen sie etwas weiter draußen auf dem Wasser, wenn sie es erkennen können, auch eben bei den Basen der beiden Säulen, links und rechts, die Köpfe von zwei Seeungeheuern, Skylla und Charybdis, die mythischen Seeungeheuer werden eben hier dargestellt, alles eben Riesengefahren für den Menschen, aber hier, das will eben Bacon ausdrücken, wird der Mensch eben Meister und Herr gewissermaßen der Natur und der Naturwelten und kann ja eben diese ihm eigentlich gesetzten Grenzen überwinden. Das ist nur sozusagen eine ganz knappe oder kurze Bilddeutung, weil es eben auch etwas Utopisches zeigen soll, ja, ein Nichtort, der eigentlich erreicht wird hier jenseits des Meeres und eben auch eine Paradiesvorstellung. Ja, warum ist es denn eine Paradiesvorstellung? Ja, das drückt eben das Daniel-Zitat aus, das eben hier aus der Vulgata, der von Hieronymus übersetzten lateinischen Bibel genommen ist, Daniel 12,4. Da heißt es eben multi per transibunt et augebitur scientia. Also viele werden darüber hinausgehen und gemehrt werden wird das Wissen, die Wissenschaft, die Wissenschaften, hier eben im Singular die Wissenschaft, eben die scientia, das Wissen der Menschen, die Summe des Wissens der Menschen, die wird eben gemehrt werden, wodurch eben, dass viele darüber hinausgehen, dass eben viele über diese Grenzen gehen. Und da sehen wir nun einen ganz aktuellen Anklang dieser Bildsprache, nämlich eben im spanischen Königswappen. Da sehen Sie eben schon auf den beiden Säulen des Herakles plus ultra, ne? Das Neck ist weggefallen, plus ultra, darüber hinaus, immer mehr Wissen, immer mehr Können, immer mehr Weltbeherrschung, das ist eben auch so ein, ja, eben ein politischer Paradieszustand, eben diese Allherrschaft des Menschen, die eben durch eine Seefahrernation, wie es Spanien war, in besonderer Weise dann in der Neuzeit vorangetrieben wurde. Ja, die Neugierde des Menschen, die wurde da eben gesättigt, gestillt, die unbändige Neugierde, die ja gerade auch in der Theologie zuvor noch bei Thomas von Aquin und anderen ja sehr stark gescholten wird, weil es eben eine Curiositas ist, die eben diese Grenzen des Menschen sprengt und damit eben dem Menschen selber auch nichts Gutes tut. Ja, das ist eben diese Vorstellung dann in der frühen Neuzeit, dass man eben sagt, plus ultra, ne, darüber hinaus, über diese Grenzen der Welt, über diese mythischen Säulen des Herakles müssen wir hinausgehen, an die Grenzen der erfahrbaren Welt gehen, um eben somit ja ein Paradies zu schaffen, eben das zu mehren, was dem Menschen Herrschaft über die Welt bedeutet, nämlich sein Wissen darüber. Ja, mit diesem Zwischenschritt kommen wir dann schon zu den politischen Utopien im 20. Jahrhundert, zum Totalitarismus. Die politische Utopie sehnt einen vollendeten, ja, einen paradiesischen Zustand herbei, der zwar noch nicht Realität ist, der noch nicht da ist, aber der verwirklicht werden kann und verwirklicht werden muss. Und das ist eben diese oftmals schreckliche Zuspitzung, die eben in diesen Paradiesvorstellungen steckt, jeweils steckt. Der starke Einfluss des Utopischen, der Utopismus, der war eben für viele politische Denker ein wichtiger Faktor. Ich nenne hier nur drei Auszugsweise gewissermaßen, nämlich einmal Erik Voegelin mit seiner knappen Studie über die politischen Religionen, dann Jakob Leib-Talmon
mit seinen Studien über die totalitäre Demokratie. Und ich habe Ihnen hier die erste deutsche Übersetzung des ersten Bandes dieser Trilogie über die totalitäre Demokratie einmal mitgebracht. Es gibt eine jüngere Übersetzung von Uwe Backes, aber hier habe ich die ältere von 1961, die Köln-Opladen erschienen ist und die eben zeigt, dass eben in den frühen 60er Jahren, 1961, diese Vorstellung der totalitären Demokratie, eben dieses Gegensatzes zur liberalen Demokratie, den eben Talmon herausarbeitet und den er eben verwurzelt sieht, schon früh auch in den revolutionären Zeiten auch verwurzelt sieht, und der eben es verbietet, eine Demokratie auf der Basis des Trial-and-Error-Prinzips zu haben. Ne? Das hebt eben Talmon hier besonders hervor und das hat eben gerade in den frühen 60er Jahren ein hohes Interesse gehabt. Ja, und wer weiß, vielleicht wird es das auch bald wieder haben, vielleicht werden wir viel, viel mehr über Talmon bald lesen. Und schließlich nenne ich Norman Cohn, Pursuit of the Millennium, der eben mit dem Millenarismus, eben mit dieser Herstellung eines tausendjährigen Reiches, genau das ist eben diese Herrschaftszeit, die eben in der Apokalypse, in der abschließenden Buch des Neuen Testaments, eben diesen Antichrist zugeschrieben wird, dieses millenaristische tausendjährige Reich, was wir auch aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts leidvoll kennen, das zwar eine irdisch abgegrenzte Zeit ist, 1000 Jahre, die aber sozusagen für den einzelnen Menschen quasi unendlich ist, also quasi transzendent ist, weil sie eben von keinem Menschenleben umspannt werden kann. Also das ist eben der Millenarismus, der nochmal so eine ganz eigene Qualität von politischem Utopismus freisetzt, wie wir es bei Norman Cohn und anderen lesen können. So kommt gerade das 20. Jahrhundert, wie eben hier gesehen, nicht ohne die politische Utopie aus. Bereits 1918 macht dies Ernst Bloch deutlich, der hier nicht fehlen darf. Er nimmt in der ideologisch aufgeladenen Zeit und Politik zum Ende des Ersten Weltkriegs den Geist der Utopie wahr, so sein gleichnamiges Werk, der eben für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts leitend wird. Wem nicht der Bauch, Zitat, dem ist der Staat sein Gott. So heißt es ganz zu Anfang von Ernst Blochs Geist der Utopie. Und da sehen wir eben ganz klar mit dieser Anspielung auf Paulus, wo hier der Akzent liegt. Schauen wir noch einmal auf Paulus, wie heißt es hier im Philipperbrief 3,18 folgende. Denn viele leben als Feinde des Kreuzes Christi, schreibt Paulus. Ihr Ende ist Verderben, ihr Gott der Bauch. Irdisches haben sie im Sinn. Da sehen wir das. Das sind die auf materielles, irdisches Bedürfnisbefriedigung aus sind. Und das hat Bloch sehr gut verstanden. Der hatte da ein großes theologisches Verständnis. Und der hat eben gesagt, wem nicht der Bauch, dem ist der Staat sein Gott. Also wer jetzt eben nicht auf diese materielle Bedürfnisbefriedigung aus ist, der geht eben auf eine politische, wenn Sie so wollen, Bedürfnisbefriedigung von Allmacht, von Unversehrtheit, von eben einem grenzenlosen paradiesischen Zustand. Nicht? Also wer eben hier nicht, wie es Paulus hier im Philipperbrief zeigt, auf dieses eigene ganz bezogen ist, auf dieses Toidion, wer also kein Idiotes ist, gewissermaßen in diesem altgriechischen Sinne, ja, der geht dann eben ganz klar auf den Staat als ein quasi göttliches aus. Nicht? Und das ist eben der Kern für diese Vorstellung von politischer Religion, von politischem Messianismus, wie wir es eben im 20. Jahrhundert in leidvoller Weise erfahren haben. Ja, und da sehen wir eben noch einmal einen weiteren Punkt, bevor ich dann auf den paradiesischen Menschen kommen werde, der da auch eine wichtige Rolle spielt. Da sehen wir eben, dass in den politischen Utopien im 20. Jahrhundert eben diese positive Zielvorstellung greift. Ja, es geht nicht darum, sozusagen hier irgendwelche Fallstricke auszumachen, hier irgendwelche Gefahren auch in irgendeiner Weise anzudeuten. Das eben genau nicht. Sondern es geht um eine positive, angenehme Zielvorstellung, die eben diese Umsetzung totalitärer Ideologien erträglich und zulässig erscheinen lässt, ja ihnen gewissermaßen die Bemäntelung des Rechtsstaats oder des Rechtlichen gibt. Dadurch gewinnt die Ideologie die Möglichkeit, das kritische Bewusstsein des Menschen weitgehend außer Kraft zu setzen, das kritische Pendel, wie es bei Nietzsche eben auch im späten 19. Jahrhundert heißt, auszuhängen. Ja, das soll eben hier geschehen.
Sie zeigt dabei hohe Resistenz und Permanenz. Die Ideologie klebt wie Pech, wie ich es immer wieder sage, weil ihr eben ein langes Nachleben beschieden ist und eben in posttotalitären Zeiten sozusagen diese Elemente sozusagen eines allmächtigen Volkes oder eben eines reinen Volkes oder eben einer klassenlosen Gesellschaft, das kann heute auch immer noch Geister einfangen. Und deswegen klebt sie wie Pech, diese politische Ideologie, und ihr ist ein langes Nachleben beschieden. Ohne die Macht der Utopie könnte die totalitäre Ideologie allerdings ihre Wirkung nicht entfalten, da keiner bereit wäre, ihre grausamen Zwangsmaßnahmen, habe das vorher schon so ein bisschen angedeutet, Eingriff in die Privatsphäre, Eingriff in die familiäre Sphäre, und eben diese Massenvernichtung von Menschen in den Todesfabriken, dass die eben nie in die Tat umgesetzt werden könnte, wenn nicht eben mit diesen Paradiesvorstellungen eben gearbeitet werden würde, mit diesen politischen Utopien, die eben eine leichte, leichtherzige, positive Zukunft verheißen, die oftmals eben die Wiederherstellung eines Urzustandes ist, eines ursprünglichen Imperiums, oder eben einer ursprünglichen Vorherrschaft einer Rasse, Klasse oder eines Volkes. Also nur durch diese Utopie erlangen die Ideologien die Macht, ihre menschenverachtenden Zwischenziele und dem die Unmenschlichkeit durchzusetzen, winkt doch das Ziel eines nie dagewesenen harmonischen Idealzustands, eben das Paradies, wie eben schon angedeutet, das eben eine gedeihliche, prosperierende Zukunft vorgaukelt, vor Augen führt, und das eben tatsächlich eine solche Gewalt entwickeln kann, dass es eben zu Massenvernichtung und massenhaften Kriegen kommen kann. Ja, und da sehen wir auch noch einmal die Umformung des Menschenbildes. Ja, das, auch das spielt eben eine große Rolle in diesen politischen Paradiesvorstellungen, in diesen Paradiesvorstellungen der politischen Utopien. Der neue Adam, ja, das ist sozusagen das Projekt, also der neue erste Mensch, der neue Adam, der eben von der Adama, vom Ackerboden her genommen ist, also sozusagen eine neue Urschöpfung des Menschen. Das ist eben auch eines der großen Ziele der totalitären Ideologien. Und auch hier ist die Utopie sozusagen wirkend, weil es eben eine Utopie ist des paradiesischen Menschen, eben halt nicht eines paradiesischen historischen Endzustandes, sondern eben die Vorstellung eines paradiesischen Menschen. Und auch das ist ja mit diesem neuen Adam verbunden, weil Adam eben einer der Bewohner des Paradieses war. Mit Hilfe der Utopie schafft die totalitäre Ideologie ein neues Menschenbild. Das ist eben ganz klar, es soll hier ein neues Bild vom Menschen herrschen, das keine allgemeine Menschlichkeit mehr anerkennt. Also nicht alle Menschen sind Personen, nicht jedem Menschen kann die Würde und eben die Freiheit der Personen zuerkannt werden. Und somit wird eben das Wesen des Menschlichen, des Allgemeinmenschlichen hiermit verneint. Menschsein kann nicht selbstverständlich jedem Menschen zugesprochen werden. Nicht jeder Mensch ist Person, wie gesagt. Der Mensch wird damit neu definiert, neu vermessen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich diese grausamen rassenbiologischen Versuche, aber eben auch pseudowissenschaftlichen Ergebnisse anschaut, die eben tatsächlich den Menschen in ganz neuer Weise vermessen, um damit erklären zu wollen, ob er nun hüben oder drüben dazugehört, zu den Guten, die überleben sollen, oder eben zu den schlechten Bösen, die eben nicht überleben sollen. In letzter Konsequenz schlägt eben dieser inhumane Humanismus, ja, der mit einem Humanismus, der sozusagen auf eine wahre Anschauung des Menschen verzichtet, jedoch auf den Totalitarismus selbst zurück. Denn die Phase des Untergangs der totalitären Systeme, die geht oft mit einer Welle von Suiziden von Exponenten dieser Systeme einher, so dass man sagen kann, dass nicht nur die Revolution, ja eben auch der Totalitarismus seine Kinder frisst. Das Generieren eines neuen, eines guten, eines überlegenen Menschen, also eben eines Paradiesmenschen oder eines neuen Menschenbildes, ist eben auch Kernpunkt politischer Utopien, die eben diese Ziele der totalitären Ideologien herbeiführen wollen und diese umzusetzen helfen wollen. Ja, und da komme ich schon zu meiner Zusammenfassung, bevor ich dann mit Freuden mit Ihnen noch in eine Diskussionsphase gehen möchte. Die Utopie, die sozusagen das Paradies herbeiführt in diesen
politischen Utopien. Also die Utopie, die eben getragen ist von einem überzeitlichen Leitstern und die eben selber dieser überzeitliche Leitstern dann letztlich sein will, also der Leitstern, von dem sie getragen werden, ist eben diese Paradiesvorstellung und der Leitstern, der sie eben selber sein wollen, der ist eben die für die politischen Ideologien, für die totalitären Ideologien, das könnte man an dieser Stelle auch sagen. Und damit wird eben die Utopie mit ihrer Paradiesvorstellung, die eben nicht von dieser Zeit, nicht von diesem Ort, eben Utopos, nicht Ort, eben sein nur sein kann, damit wird eben die politische Utopie mit dieser politischen Paradiesvorstellung ja eben Motor, wie ich es hier geschrieben habe, Antriebskraft, innere Antriebskraft der Ideologien und damit wird eben die Zukunftsorientierung der Utopie selber angesprochen. Da ergibt sich nämlich dieses Spannungsfeld, ja, dieses Spannungsfeld zwischen dem Hier und Jetzt und einer Zeit, die kommen wird. Eben das, was es erst umzusetzen gilt und was eben im Hier und Jetzt noch nicht wirkt, was aber sozusagen im Hier und Jetzt umgesetzt werden muss, um nicht eben zu versagen, um nicht eben letzten Endes hinter dem zurückzubleiben, was eben die politischen Ideologien im Totalitarismus einlösen wollen, nämlich eine neue Zeit, einen neuen Menschen, eine neue Herrschaftsvorstellung, die eben positiv und gut ist für alle. Also es ist eben dieses Spannungsfeld, auf das ich hier hinaus will, zwischen dem Hier und Jetzt und der Zeit, die kommen wird, zwischen dem Schon und dem noch nicht. Und um dieses zukünftige utopische Ziel zu realisieren, da setzt eben die Utopie Energie frei. Energie, die zu einer mächtigen und massenhaften Bewegung wird. Ja, sehen Sie nur auf dem Marsfeld bei den Reichsparteitagen, die ja eben auch als ja, politische Liturgie gewissermaßen inszeniert wurde, die ja praktisch die Feiern der politischen Religion des Nationalsozialismus überhaupt waren. Da sieht man eben, welche Energie freigesetzt wurden, welche massenhaften Bewegungen von Hunderten, Jahrtausenden von Menschen im Gleichschritt auf diesem riesigen Feld in Nürnberg hier umgesetzt wurden. Ja, das ist eben die Energie, die freigesetzt wird durch die Utopie, die politische Utopie, die dann eben eine massenhafte Bewegung nach sich zieht, eben einmal in der Inszenierung der politischen Religionen, wie ich es hier eben genannt habe, selber. Auf der anderen Seite dann, und das ist dann natürlich noch einmal verheerender, auf dem Schlachtfeld des Krieges, wo es ja eben auch Massen braucht, wo es massenhafte Heere braucht, die eben diese riesenhaften Schlachten und Feldzüge bis weit hinein nach Russland, wenn man sich den deutschen Krieg gegen Russland anschaut und auch jetzt haben wir eben wieder dieses Erleben eines Angriffskrieges eben von Russland gegenüber und gegen die Ukraine. Also sozusagen rein räumlich gar nicht weit von den Schlachtlinien des Zweiten Weltkriegs entfernt. Hier sehen wir, wie sich Geschichte eben in leidvoller Weise wiederholt. Wiederholt, weil sozusagen diese Gewalt, diese Macht der politischen Utopie da ist, um eben in ein besseres Morgen zu gehen, um eben das eigene Reich als ja vielleicht fast schon paradiesisches Reich, in dem die Sonne fast nicht untergeht, weiten und ausweiten zu wollen. Das alles sind eben diese Triebkräfte, die eben die Utopie freisetzt, die Energie, von der ich eben hier gesprochen habe, die eben die Utopie freisetzt. Und ohne die Utopie würden eben die Ideologien statisch bleiben, naja, weil sie dann doch eben eher diesen theoretischen Inhalt hätten, eben diesen politisch-pragmatischen Inhalt hätten, der dann eben doch eher zum Statischen neigt und der sich dann letztlich in sich selbst erschöpft, weil eben diese Antriebskraft, die eben auf eine Zukunft weist, die eben noch keinen Ort hat, die eben noch nicht hier ist, eben Utopie ist, weil dies eben den Ideologien selber als solchen fehlt. Sie braucht also die politische Ideologie, die braucht eben die Utopie oder die totalitäre Ideologie näher hin gesagt, die braucht die Utopie, um sich am Leben zu halten. Dies sagen schon François Furet, aber auch Alain Besançon. Und in unterschiedlicher Weise finden wir das eben schon vorgeprägt in dem Zeitalter der Revolutionen, auf die ich kurz schon angespielt habe, auf die eben auch Jakob Talmon anspielt, die französische, die russische Revolution, ja die amerikanische mit Alexis de Tocqueville könnte man eben noch dazu nehmen. Eben dieses Zeitalter der Revolutionen, die zeigen eben schon, welche
Gewalt, eben welche Energie politische Utopien freisetzen können, denn auch die Revolutionsbewegungen kommen nicht ohne diese Vorstellungen eines Nichtortes, eines positiven zukünftigen Zustandes, eben eines politischen Paradieszustands aus. Es ist die Sehnsucht nach Erlösung. Das ist das, was dahinter steckt. Die Sehnsucht nach Erlösung, nach einer schönen neuen Welt in bester Ordnung und Harmonie, eben einem Paradies, die nicht selten in die schwarze Utopie eines George Orwell umschlägt. Ja, George Orwell mit seinem 1984 hat es eben gezeigt, dass diese schöne neue Welt eben letztendlich Brave New World ist von Aldous Huxley, ja, dass sozusagen diese Welt letztlich in einem Totalitarismus, der alles kontrolliert, umschlägt. Und dieses Umschlagen der Utopie in eine schwarze Utopie, diese Gefahr des Umschlagens, das ist eben eine Gefahr, die der Utopie, gerade der politischen, letztendlich immer innewohnt. Da wird dann das Paradies, zumindest für einige, dann nicht zum Paradies, sondern eben zur Hölle auf Erden, die man dann in Vernichtungskrieg und Todesfabriken in leidvoller Weise bestätigt sieht. Ja, so möchte ich noch einmal abrundend sagen, was ist eben die große Gefahr der politischen Utopie? Ja, es ist eben das Überblenden gewissermaßen der vernichtenden Ziele der totalitären Ideologien, die eben durch diese politische Utopie überblendet werden. Ja, und was ist sozusagen das Hauptmittel dann der politischen Utopie, um das umzusetzen? Das sind eben diese Paradiesvorstellungen. Paradiesvorstellungen, die eben immer eine politische Komponente in sich tragen. Eine, die ein so lohnendes Ziel letztendlich für viele Menschen vor Augen führt, dass eben diese massenhaften und negativen Ziele der totalitären Ideologie dann tatsächlich auch umgesetzt werden. Das ist eben die Gefahr dabei, dass eben das, wovor man warnen muss bei diesen Paradiesvorstellungen in politischen Utopien und die, wenn sie einmal erkannt sind, für uns alle eben eine Warnung auch sein können und eben den ideologiekritischen Gehalt, den wir in Philosophie, aber eben auch in den historischen Wissenschaften und nicht zuletzt auch in der politischen Wissenschaft ja dringend brauchen. Damit möchte ich enden. Ich habe Ihnen noch einiges an Literatur hier aufgeschrieben. Gerne kann ich auch an die Verantwortlichen der Vortragsreihe diese Folien schicken als PDF-Datei, die Sie dann dort noch einmal bekommen können. Hier nochmal auch der Hinweis auf George Orwell, den ich erwähnt habe, François Furet, Norman Cohn und andere. Und nicht zuletzt eben auch Erik Vögelin mit den politischen Religionen, auch das eine wichtige Programmschrift, eben zu diesem politischen Gehalt der Ideologien, der verdrängt wird und damit eben in besonderer Weise wieder hervortritt. Und zu Beginn eben die drei klassischen Quellen, Thomas Morus, Tommaso Campanella, Francis Bacon, der politischen Utopien der frühen Neuzeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und ich freue mich nun, mit Ihnen in die Diskussion zu gehen. Herzlichen Dank.